Medikamente. Ich habe gerade Schritte gehört. Warum ist das alles so versifft hier? 50er, 60er Teppich. Oh ja. Die Wohnung war auch wahrscheinlich so alt. Soll das ein Katzenklo sein? Hat die eine Katze? Oder? Ist kein Katzenklo. Aber guck ich mal an, die ganzen Medikamente und die ganzen Zigaretten hier. Ja, den Kamm. Hier stehen 50.000 verschiedene. Was? Read and hold us. Smart. Smart. Pluto. Oh, Junge. Und Schwamm. Super Loot. Nemo, was ist das da? Fool Woman for Perfect Skin. Heißt Fool nicht Idiot? Die Werbungsgestörten erkennen die Marken. Yep. Finde ich aber. Ich würde auf ein Escape drücken. Finde ich aber lustig gemacht tatsächlich. Mag ich. Leonard, Claire, Nicole, Dad, Mommy. Okay, das letzte Mal wurde die Größe 1980 bestimmt. Jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen was größer geworden. What? Timberline Hotel. Testament. Das wird mir jetzt nicht übersetzt. Oh, schämt euch. Leonard, Resident of the City of Helena, County of Montana. Ah ja, okay, Claire. Oder Nicole. Okay. Jerkins Brief. Dear Mrs. Nicole Wilson, just inform you that the nominated person representative. Achso, das ist der Brief an uns. Was war der Brief an uns hier? Das ist das Geräusch. Zu. Oh, dieses Geräusch. Magenknurren. Guck. Tomatensuppe anscheinend. Kalkulationen. Ich habe jetzt Kalkulationen vom Hotel erwartet und nicht sowas. Nevermind. Klang für mich zu was anderem. Mach mir Mut, Marcel. Mach mir Mut. Wieso kam ich eigentlich auf die Idee, dass ich statt Animal Crossing und Sims heute das Spiel hier streamen werde? Oh, ich weiß nicht. Dachte eigentlich, wäre eine gute Idee. Polaroid. Montana Trees, Merry Christmas. Okay, das ist nicht unser Zimmer. Umgestelltes. Wechsel mal das Handy. Bis gleich, Eisi. Was? Ach du großer Gott. Stars nibbler shine across the sky. Constellations traced through time. Binary clarity building energy. Today I saw Rachel. There's light everywhere. Rachel doesn't want to do her speech therapy exercises. Speech therapy exercise, okay. Can't see your
Smile, honey. I heard you, Rachel. You were right behind me. Oh, bitte nicht. Rachel said, love you, Rachel. Rachel says, she feels alone. Scheint hatte seine Affäre vorher schon ziemlich psychische Probleme. Fällt mir ein auf, ich bin sicher gar keine Ahnung, auf die Anfangskurs bekommen habe, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, du musst mal Coca und Emily so anschreiben. Und WB, Icy. Spieluhr. Eishockeyspieler, okay. Sternkonstellation. Oh, ich schwöre euch, wenn das so weitergeht und dann irgendwas passiert, ich schreie alles zusammen. Komplett. Also haben die früher auch in diesem Hotel hier gewohnt. Nein, ich habe mich nicht vor der Tür erschreckt. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so. Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to. That will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition. Wehe, hier fällt der Strom aus. Ich schwöre es euch, Leute. Ich. Ein Mixtape. Kann ich das nicht da rein tun? Nein. This is the manager's key my mom wouldn't Alter. Have when I was little. I'll need a master key for the guest rooms though. Was denn dir jetzt hergezaubert? Und VHS. Hat sie früher Eishockey gespielt? Ich glaube schon, oder? Genau, Hockeypokal. Hätte das ja lesen können. Selbstbewusstsein. Okay. Kann ich nichts öffnen? Habe ich irgendwas übersehen? Seltsames Telefon. Bei mir cool, wie sie hier geschlafen hat. Mit der Lichterkette und den ganzen Sternen. You want you. So, ich habe jetzt den General Key, aber keine weitere Aufgabe anscheinend. Wie soll man einen Hund in den Tendurks heißen? Ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Oh, fuck you, ich wusste es. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Oh, Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Na, das sind ja hervorragende Nachrichten, die wir kriegen. Das Telefon ist mitgenommen? Hab ich. Hab ich jetzt mittlerweile eine Quest? Nö.
meine es sehr schön, dass er sagt, dass alles gesichert ist drum und dran. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Da sagst du was. Ich bin mir immer noch unsicher, ob die Türen das machen sollten. Wohin soll ich denn laufen? Haha! Melden? Hello? Hey, you still there? Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I got a biscuit. You're not thinking of taking the car. Offensichtlich nicht. I was thinking of jogging into town. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Ja, was kann alles schief gehen? Ich weiß ja auch nicht. Das ist modernen Schwingtüren, die beidseitig aufgehen. Wir haben gerade festgestellt, dass der Boden im Flur aus 1950 besteht oder so. Der Scherpe ist ja auch reingelegt, habe extra Schneeschippe und Besen neben Haustür gestellt und was ist nix? Ach, Dori. Es wäre schön, wenn es wieder schneien würde. Ich liebe Schnee. Zwar nicht, wenn ich arbeiten muss, aber an sich liebe ich Schnee. Stuff only storage. Okay, ich habe meinen Ort gefunden, wo ich mich auf jeden Fall verstecke, wenn mal passiert. Hier ist ja eigentlich kein Licht an. Ich bin doch eine Taschenlampe? Nein. Das kann ich auch machen, das kann ich auch nicht auch machen. Komm, ich gehe jetzt gerade da vorne runter. Einfach mal so morgens um 5 die Schippe über die Straße ziehen sollen, dass alle Nachbarn denken, es wird über Nacht geschneit. Ich bin mir nicht sicher, ob man das darf. Ich meine, wir sind in Deutschland. Solche Dinge einfach so zu machen, die ist verschwommen, da geht mir so hart an die Nerven. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Die Stuff-Only-Räume sind echt, wow. Wo zum Geier befinde ich mich hier? Dining Room. Wahrscheinlich. Ich bin ja. Wieso bin ich wieder im Main Floor? Müsste ich nicht eigentlich. Ach nee, ich war ja nie im zweiten Floor. Oh, das Auto verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Ach, sag das doch. Geht's hier runter? Ich dachte jedenfalls, dass es hier runter geht. Ah, sieht nicht ganz so aus. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Guck mal einer an, du. Und dann tue ich mich auch schwer. Hab das Spiel heute erst extra angefangen, so da heute früh schwach wurde und das dritte Hund, den ich mir geholt habe. Nintendo habe ich früher auch super gerne gespielt. Mittlerweile kann ich hier alles aufmachen. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja gut, da komme ich so nicht zum Auto. Tschüss, Skiroute. Ist aber verschlossen. Dieses Rennen von ihr ist ja fast schon lächerlich. Mein Auto benutzen. Tell me you changed your mind. You there? Oh yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it. I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. Oh, kind of. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Mm-hmm. Ugh. Fine. Das ist ja praktisch. Wir sind mit einer ganzen, ganz schön Intelligenzbestie anscheinend unterwegs. Praktisch ist einfach über das Licht an, es hört bloß auf, Tori. Also, wie, also da wir eh irgendwann hier in diesen... wahrscheinlich zum Stromkasten kommen, wird der Strom safe noch ausfallen. Also damit rechne ich ziemlich sicher, dass wir irgendwann stehen ohne Strom. Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Was? Das Tor da hinten oder was? Warum würde man das wollen? Ich will da auf jeden Fall nicht bleiben. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, dammit. The stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look. I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to Dankeschön, come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Okay. Ich hätte sie wegkommen, weiß ich noch nicht. Wurscht. Wurscht, wurscht. Gleich im Haus überall Haken, kurz darauf ein DVD-Killer Yeti. Hey, found anything useful? Sie hat mich 5 Meter bewegt. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Mm-hmm. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Leere Achshalterung. Toll. Oh, Alter. Was zum... Spricht halt auch so komisch, ja.
Ich traue dem irgendwie noch nicht so ganz. Wow. Kann ich am Haus überall haken? Achso, ja, genau. Ja, mich wundert, dass das DBD noch kein Yeti eingebaut hat bis Hello? jetzt. You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Also ein bisschen zur Stromversorgung. Dachte ich zumindest. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wundere jetzt, dass DBD noch keinen Yeti eingebaut hat, noch keine Wintermap oder irgendwie sowas. Oder vielleicht gab es eine Wintermap und ich habe einfach nicht mitbekommen, ich habe keine Ahnung. Ja. Kommen wir eigentlich da noch weiter? Ganz oben waren wir noch gar nicht. Huch. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Klopapier. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a five-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Sollte ich hier überhaupt schon rumrennen? Lucky Stars. Oh, come on. Bin mir nicht sicher, ob ich hier schon sein sollte, aber ich kann hier rumlaufen. Haha, und tschüss. Bei mir bufft es irgendwie öfter, lagt es nur bei mir. Ja, mein Bitrate ist gerade sehr überlastet. Das, sehe ich auch gerade. Einen Moment. Un momento. Ich habe aber keine Codierungsfehler, sondern einfach nur die Bitrate. Liegt am Internet. Also unserem Internet. Jetzt hat die Bitrate wieder ein bisschen entspannt. Ha. Hoffen wir mal, dass das durchhält hier. Bens Nachricht. Left you the dynamo flashlight. You will have to work a little more. Little to make some light. Okay, Taschenlampe kann ich jetzt aber noch nicht aufnehmen. Bitte raten generell, sonst habe ich so eine Sache zur Zeit. Ja, was ist. Also, definitiv Internet. Weil ich habe keine Codierungsfehler und gar nichts. Ein wunderschönen Layla. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen Dank für deine 100 Bits. Ich hoffe, dir geht's gut und jetzt einen schönen Tag. Wieso Horror? Ja, also angeblich laut Lena ist es ja gar nicht so horrorlastig. Da Twitch mir aber den Tag Horror schon eingestellt hat automatisch. Gucken wir mal. Bitrate, stell halt um auf Jurat oder Warsteiner. Ach, Dori. Manchmal. Hier waren wir noch nicht.
Uff, uff, uff. Glaub mal, wenn es zu viel Horror ist, bin ich derjenige, der hier total leiden wird und nicht du, Layla. Okay, jetzt haben die Verbindung dazu hergestellt. Hallo? Okay. Es gibt automatisch sich öffnende und schließende Türen, das ist ganz normal. Wahrscheinlich irgendein Mechanismus dran oder so. Olmeca, Tequila Gold. Ist aber nicht so schön verarbeitet jetzt gerade. Oh, so Shaker. Zeit lang gab es auch mal, wo ich Barkeeper werden wollte. Frag mich nicht, wieso. Ist sie gebrannt? Ach nee, davon kam ich. Ja. Wie viele fucking Türen ist... hier gibt. Oh, und so sah es mal aus, als hier viel los war. Auch interessant. Nur wenn es zu Horror wird, kann ich dich ja trösten, oder? Ja. Das könnt ihr halt alle machen. Lonely Thoughts. Aha. Hallo? Journey in the Infinity. Ich hasse es jetzt schon. Lass das doch. Schwingtüren, Automatiktüren in Zukunft in einem verschneiten Hotel. Ja! Diese Sounds, ne? Ich hasse das. Dining Room, Spaghetti, Entrance, Sandwiches, Salads. Ah, da waren wir da hinten und sind dann durch die Tür da durch. Alter, die möchte das Telefon nehmen. Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting the furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Merkwürdige Anrufe hier heute. Dose mit Bohnen. Ja. Und ein Bild. Kann ich mir aber nicht angucken. Dürfen die, also... Können Sie Geräusche mal aufhören? How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220? Oh. I don't like the sound of oh. Ich auch nicht. It should be more like 210 PSI. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up?
No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit. Wake up! Huh? Bitte Nothing. Nicht. Just talking to an old friend.